Jo, liebe Leute, schönen guten Tag, Theo hier mit einer kleinen Nintendo-Mario-News. Und zwar habt ihr in der letzten Woche mitgekriegt, wie das Internet Kopf stand aufgrund eines kleinen Fan-Mangas über Bowsette. Ihr habt es da mitgekriegt bestimmt, eine kleine Fusion zwischen Bowser und Peach. Und das Ganze ist halt daher entstanden, dass ein Fan sich gedacht hat, weil Mario Odyssey das Ende, ihr kennt es alle, wo Mario und Bowser beide einen Korb von Peach kriegen, dass sich dann Bowser letztendlich zu Peach mehr oder weniger verwandelt, zu Bowsette, und dass sie dann zusammen glücklich leben. Das ist dieses kleine Geschichtchen, was ein Fan einen kleinen Comic zusammengefasst hat, und deshalb ist dieser Hype entstanden und die ganze Welt ist darauf angesprungen, Leute. Darauf will ich aber gar nicht so weit eingehen, weil inzwischen gibt es auch schon Bowsette, was auch wirklich wieder einen kleinen neuen Hype losgetreten hat, also eine Fusion aus Peach und Boo. Aber da am 28. September, was by the way auch mein Geburtstag war, ein offizielles Buch von Nintendo rausgekommen ist, was The Art of Super Mario Odyssey heißt, gibt es sozusagen wirklich ein kleines Easter Egg, beziehungsweise eine kleine lustige Anspielung. Man kann es fast schon eine Antwort von Nintendo nennen, aber es ist mehr oder weniger nur ein lustiger Zufall, und zwar in diesem Artbook von Super Mario Odyssey, wo wirklich über 1000 Konzeptzeichnungen und Artworks drin sind, was ziemlich interessant ist. Ihr seht es ja hier eingeblendet, was für geile Zeichnungen da drin sind von Cappy, wie er damals aussehen sollte zuerst. Auf jeden Fall in diesem Buch gibt es wirklich eine offizielle Zeichnung von Nintendo, wie eine Peach Bowser sozusagen aussehen soll. Beziehungsweise sie haben selber in einem kleinen Comic Peach Bowser gezeichnet, was hier theoretisch Bowsette ist. Man muss hier wiederum aber sagen, dass Bowsette, beziehungsweise Peach Bowser, in dieser Konzeptzeichnung hier ein wenig anders aussieht. Und zwar hat sie so ein grünliches Kleid, hat rote Augen und rote Haare. Aber wie lustig ist das, dass Nintendo offiziell in dem offiziellen Artbook von Super Mario Odyssey, was den Namen trägt, The Art of Super Mario Odyssey, eine echte Konzeptzeichnung zu Bowsette gemacht hat. Und da dieses Artbook wahrscheinlich schon länger fertig oder sonstiges vor diesem ganzen Hype entstanden ist, ist das schon wirklich ein richtig, richtig, richtig saftiger Zufall, muss ich sagen. Man muss ganz klar sagen, dieser ganze Hype, das ganze Internetstadtkopf, also wirklich Seiten und allgemein YouTuber, Twitter-User im Social-Media-Bereich, überall, Bowsette wurde gepostet, die ganzen Cosplayer und alles. Selbst Leute, die gar nichts mit Nintendo Mario am Hut haben, haben darüber berichtet. Und Nintendo hat dazu noch nichts gesagt, kein Statement gegeben, gar nichts. Und ich kann mir vorstellen, aufgrund dieses großen Hypes, der natürlich wahrscheinlich auch irgendwie zu Nintendo natürlich gekommen ist, das ist klar, wird es vielleicht sogar eventuell mal eine Peach Bowser geben. Weil wie gesagt, hier in der Konzeptzeichnung haben sie schon mal über ein derartiges Design, ein derartiges Konzept nachgedacht. Und es fehlt ja auch wirklich noch in dem Koopa-Bereich, in dem Bowser-Bereich, noch so eine richtig offizielle weibliche Person, die ist ja wirklich gar nicht gibt eigentlich. Deswegen wäre das eigentlich mal cool, darüber nachzudenken. Und ganz ehrlich, wie geil wäre das, wenn Bowsette bzw. Peach Bowser in Smash kommt, Leute. Wie lustig wäre das. Natürlich ziemlich, ziemlich, ziemlich unwahrscheinlich. Aber ich wollte euch darüber berichten, über die mehr oder weniger offizielle Version von Nintendo zu Bowsette. Ziemlich interessant. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt, in Bezug auf Nintendo Mario, Mario Odyssey, dann abonniert den Kanal, da verpasst ihr auf jeden Fall nichts, Leute. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.